Hallöchen, einmal im Monat wie immer. Nur Chess-Zeit. Meine Katze maut. Wie immer. Praktisch, wenn man ein Video macht. Ja, wie immer, Mitte des Monats, Loot-Test. Wir schnappen nicht lange, offiziell habe ich sie schon. Juni. Guck mal, wie immer danach. Katze, kommst du klar? Die hat gerade eine Macke. Ein Yoshi. Coole Nummer. Da freuen sich die Kids. Originaler Merchandise. Ein Yoshi. Super flauschig. Ist auch cool gemacht. Zeit originaler Merchandise. Merkt man halt immer gleich, wie die Sachen aussehen. Ein T-Shirt mal wieder. Das können wir eigentlich auch gleich auspacken. Ich habe heute ein bisschen Zeitdruck, mehr oder weniger. Ich muss heute noch so ein paar Dinge erledigen. Deswegen packen wir das schnell aus. Größe passt wie immer. Das sieht mir nach Zelda aus. Bin zwar kein großer Zelda-Fan, aber macht was her, nice to have. Wie ich immer so schön sage. Wieder schönes T-Shirt, schöner Stoff. Schwarz mag ich auch gern. Dann haben wir Pins von Guardians of the Galaxy. Da haben wir so ein paar Pins. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Pins, ja. Ich habe noch früher, wo die Gamescom in Leipzig war, glaube ich, 300 Pins irgendwo im Keller liegen. Ich denke mal, da werden die auch hinkommen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob meine Kinder was damit anfangen können. Ich glaube eher nicht, das sind nicht so unbedingt kindermäßige Motive hier. Dann haben wir ein Kartenspiel. Sowas war schon mal drin mit Star Wars, glaube ich. Ich glaube Star Wars, das ging hier irgendwie so tricky auf. Die Packung ist ja nicht ganz gut für Skatkarten oder sowas. Das ist jetzt hier Marvel. Mit Marvel-Typen. Helden, wie auch immer. Ich krieg's nicht auf. Wo ist mein Messer? So. Sammelkarten. Iron Man. Hulk, Captain America, Thor, Spider-Man, Luke Cage, Silver Surfer, Ghost Rider, Falcon, Hawkeye, Black Widow, Nova, Mystique, Benji, Wolverine, Beast, Magneto, Professor X, Colossus, bla 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 bla. Red Skull, der ist irgendwie cool. Hab ja schon mal erzählt, ich bin nicht so ein wirklicher Heldenfreund, ich mag irgendwie mehr so Anti-Helden oder die Bösewichte. Wie bei Batman-Filmen bin ich irgendwie mehr für den Joker als für Batman, aber naja. Dann was Süßes. Tootsie Roll. Kenne ich jetzt nicht, sagt mir auch nichts. Sieht ein bisschen wie Lakritz aus, aber ich denke mal, das ist nicht Lakritz. Müssen wir nachher mal gucken, was das ist. Ich bin ja nicht so ein Süßigkeitenesser. Von daher werde ich mir das jetzt auch nicht reinfalten. Ein Loot-Chest Schlüsselband. Ne, Linecast Schlüsselband. Mit Loot-Chest Aufdruck. Das ist vielleicht so ein Loot-Chest Exclusive oder so. Ich weiß es nicht. Das wollten sie ja mal einführen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Kann ich vielleicht mal meine Funke nehmen. Da habe ich zwar jetzt schon eins hier von meinem Fußballclub. Von Lokomotive Leipzig, aber ja, egal. Ja, halt ein ziemlich billiges, dünnes, aber egal. Dann haben wir noch Pac-Man and the Adventures. Pack is back. Okay, jetzt packen wir mal zur Seite, die stürzt uns bloß. Muss ich jetzt mal selber gucken, da sind irgendwelche Figuren. Da gibt es wie immer heutzutage bei jedem Spiel oder jeder Figur gibt es heutzutage eine App zu.
klappt natürlich wieder super. Mal wieder einen Arsch voll Müll. Die Figuren sind auf jeden Fall gut gemacht. Hier ist Pac-Man selber. Der sieht gerade irgendwas reinpfeift. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ob das einfach nur so eine Figuren sind? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mal im Booklet schauen. Wir sind ja dann eh schon am Ende. Mario, Pac-Man, Pac-Man und der Cluster mit der beliebten Anime-Serie. Blablabla. Staffel aus Pac-Man, bla bla. Ja, hier steht auch nichts dazu. Sind wahrscheinlich bloß so eine Figuren zum Hinstellen. Ah, okay, das T-Shirt war jetzt das Plus-Item. Ja. Ist von Link, also von Zelda. Oh, ich kann es gar nicht sehen. Entschuldigung. hier, Toasty Roll, das ist. Ja, wusste ich doch. Schokolade. Hm, doch kein Dings. Hochwertiges Gaming Equipment. Game, okay, das ist. Schlüsselband ist von. Die kenne ich gar nicht, die Firma für Mäuse und Tastatur. Die Buttons. 7 Euro für Buttons? Sehr heftig. 8 Euro das Spiel? Ich meine, gut, das ist. Spezieller Merchandise. Blutchest. Blutchest-Torte. Von der Geburtstagsfeier. Aus Buckel wird es wieder dünner. Das ist irgendwie. Bisschen schade, finde ich. Aber naja, was soll's. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen kurz gebunden. Ich würde sagen, das war's. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ciao.